Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Das Einzige, was noch schlimmer ist als... Was? Diesen Film gibt's? Ist das der nachfolgende Gefühl? Was? Von diesem Film gibt's sogar eine Fortsetzung? Und das ist etwas, das hatte ich bei meinem letzten Mystery-Paket vom lieben Aston Martin auf Basis von einem gewissen Herrn Willy Bogner. Ein Name, den ich tatsächlich, bevor ich dieses Mystery-Unboxing gefilmt habe, noch nie in meinem ganzen Leben gehört habe. Denn obwohl ich persönlich zwar sehr gerne Skifahre, mir Skifahren von anderen Leuten anschauen, komplett wurscht ist. Und deswegen wusste ich natürlich auch nicht, wer Willy Bogner ist und dass der nicht nur erfolgreicher Skifahrer war, sondern auch einen Film gedreht hat. Ja, ich dachte damals tatsächlich, er hätte vielleicht einen Film gedreht, als ich eben vom lieben Aston Martin diese DVD-Edition von Mac One aus der Bogner Edition bekommen habe. Wo, ganz ehrlich, wenn wir jetzt einen Shot reinwerfen für jedes Bogner B, das wir sehen, wir wahrscheinlich das Ende von diesem Unboxing nicht mehr erleben werden. Aber was ich noch weniger fassen konnte, als dass er mit Feuer und Eis ein mehr oder weniger überkandideltes Musikvideo in Spielfilmlänge mit... Also Handlung war das keine, inszeniert hat, hat mich bei weitem nicht so fasziniert wie die Tatsache, dass es davon tatsächlich einen zweiten Teil gibt und dass in diesem zweiten Teil dann nicht nur Willy Bogner die Hauptrolle spielt, sondern Roger Moore. Roger Moore, Uwe Ochsenknecht und einige bekannte Leute haben dann die Rolle in... Willy Bogners Follow-up, Feuer, Eis und Dosen, ach ja, Feuer, Eis und Dosenbier ist der Film mit Axel Stein, Eva Habermann und Rick Cavanian aus dem Jahr 2002, der aber, und das ist glaube ich ganz offensichtlich, sich von diesem Film den Titel geborgt hat, der von Warner veröffentlicht wurde, holy freaking hell. Auf jeden Fall ist Feuer, Eis und Dynamit bereits im Jahr 1990, veröffentlicht worden, lief damals über die neue Konstantin sogar ab Oktober 1990 in den Kinos und hatte bereits dieses Motiv als Kinoplakat. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, in Sachen Cover Artwork ist das schon einmal ein ganz, ganz anderes Vehikel. Es ist natürlich auch dieses Feuer- und Eis-Cover irgendwie beeindruckend, aber schauen wir uns mal das vielleicht näher an. Da haben wir ganz offensichtlich einen Typen mit Raketenski, der sie aber scheinbar nicht ganz gut steuern kann, weil er hebt ab, statt dass er die Piste nach unten fährt. Wir sehen dann allerdings hier einige atemberaubende Pistenfahrzeuge, unter anderem auch einen Pistenlooping. Kann ich mir nicht ganz so vorstellen, dass das so gut funktionieren wird. Beziehungsweise dann natürlich hier links über alles wachend das göttliche Gesicht von Roger Moore im Himmel, das ähnlich wie bei dem Monty Python-Film wahrscheinlich nur runterrufen möchte. Get on with it! Aber das ist natürlich ein wunderschön gezeichnetes Motiv, das dann damals natürlich dann auch für andere Veröffentlichungen bis hin zur jetzt, oder also jetzt ist es nicht, wir... haben dann doch immerhin eine DVD aus dem Jahr 2006 vor uns, verwendet wurde und das, glaube ich, eine absolut geile Sache ist. Es gibt, glaube ich, insgesamt gibt's 5 DVDs aus dieser Willy Bogner-Reihe. Martin hat mir sogar ein Überblicksfoto von allen diesen Titeln geschickt und gesagt, okay, ich schicke dir einen, welchen möchtest du? Und es war tatsächlich, nachdem ich das Cover vom zweiten Feuer und Eis gesehen habe, ganz eindeutig, welchen Film ich da möchte. Das klingt nach einem absolut großartigen, natürlich absolut trashigen Feuerwerk. Davon würde ich hoffentlich schon ausgehen. Willy Bogner, übrigens, wo wir gerade bei Roger Moore und damit auch James Bond sind, natürlich auch derjenige, der tatsächlich die Ski-Action-Szenen für die James-Bond-Filme auch tatsächlich gemacht hat. Wundervoll finde ich diesen bunten und tatsächlich mit einigen Motiven aufgehübschten Spine hier ebenfalls. Dazu...
gibt's dann quasi noch einmal das Frontcover-Artwork in einer anderen Bearbeitung hier auf dem Backcover. Ein Bild von Willy Bogner auf dem Backcover ebenfalls noch mit dazu. Netterweise ist das bei der Reihe zwar generell Standard, aber es ist nicht immer das gleiche Bild. Das finde ich cool. Dazu gibt's hier die Inhaltsangabe zum Film. Es gibt übrigens eines, was mich an der Stelle triggert, nämlich, dass wir hier die Credits haben und dann eben stehen haben Drehbuch, Kamera, Musik und das Wort Schnitt nicht in derselben Zeile ist wie der tatsächliche Cutter Peter Davis. Das irritiert mich ein bisschen. Aber wir bekommen dann natürlich hier noch ein paar spannende Skifahr-Action-Sequenzen, die Infos zu den explosiven DVD-Extras. Ganz besonders genial, ich glaube, das muss ich mir tatsächlich dann irgendwann einmal gönnen, zumindest auszugsweise, den Audiokommentar von Matthias Bogner, der schreibt Horrorfilmbücher, von Willy Bogner und Uwe Ochsenknecht. Dann haben wir hier drinnen, boah, das schaut auch geil aus, noch einmal das Frontcover-Artwork hier auf der DVD, beziehungsweise, wartet, das ist so geil, ja, nämlich im Inneren, genau unterhalb der DVD, genau dort, wo dieser runde Silberling ist, haben wir diesen Megatron oder Megapark oder wie auch immer, diesen Ski-Looping, das sieht doch absolut großartig aus, links, dann ebenfalls noch diese genialen Power Rangers-Kostüme, ich kann mir wirklich, wirklich genial vorstellen, dass dieser Film alles nimmt, was der erste Teil war und einfach mit 1000 multipliziert und das wäre quasi das Beste, das Willy Bogner nur machen könnte. Da einfach wirklich etwas ganz Wildes, Willy Wild, etwas ein bisschen Trashiges draus zu machen, etwas, das sich aber auf jeden Fall nicht ganz so ernst nimmt. Das war vielleicht, muss ich sagen, beim ersten Teil noch mit das größte Problem, dass man ja irgendwie wirklich das Gefühl gehabt hat, dass Willy Bogner damit irgendwie einen ernsten Imagefilm drehen wollte, was einfach nicht besonders gut gepasst hat. Aber das ist natürlich durch die geile Musik und durch diese absolut geile 80s-Atmosphäre trotzdem irgendwie wie unterhaltsam war, aber das, was ich da jetzt schon einmal vom zweiten Teil gesehen habe, toppt, finde ich, alles vom ersten Teil, den ich mir tatsächlich, glaube ich, als ersten Film aus dem Mystery Unboxing von Aston Martin relativ bald angesehen habe und ich weiß, ich bin mir 100% sicher, es wird nicht lang dauern, bis auch Feuer, Eis und Dosendynamit in meinem Player rotiert.